Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Guilty Gear und wir machen weiter mit Axel Law. Jetzt habe ich doch noch einen Weg gefunden, zurück nach Hause zu kommen. Axel wurde im 20. Jahrhundert in England geboren und zwar in einem der bärmlichsten Ecken des Londoner East Ends. Er wuchs mit der Gewalt auf, der sie jeden Tag sah, wenn Gangs um die Kontrolle über die Stadt kämpften. Er verabscheute Gewalt jedoch aus tiefstem Herzen und war entschlossen, diese Bedrohung in seiner Nachbarschaft auf friedliche Weise zu beenden. Schon seit seiner Kindheit verfügte Axel über ein ungewöhnliches Können in Kampfsport. Mit seiner Lieblingswaffe, dem Dual-Kosari-Spiel, was Kosaren, Herr der Ringe ist überall. Wo war ich? Waren sogar Kugeln keine Bedrohung für ihn. Innerhalb eines halben Jahres hat er in seiner Nachbarschaft erfolgreich aufgeräumt, ohne auch nur einen einzigen Todesfall auf irgendeiner Seite. In dem Moment jedoch, in dem er sicher war, dass er Frieden von Dauer sein würde, wurde er in einer Zeitlücke, einer zufälligen Störung des Raumzeitkontinuums, Albert Einstein lässt grüßen, gefangen und 200 Jahre in die Zukunft geschleudert. 2 Jahre sind vergangen, seit Axel in dieser neuen Welt angekommen ist, und er sucht immer noch nach einem Weg nach Hause. Doch gerade als er dabei ist, die Hoffnung aufzugeben, hört er Gerüchte über einen Wettkampf, in dem der Gewinner alles erhält, was er sich wünscht. Was natürlich ziemlich glaubwürdig ist und da wir so blauäugig sind, tatsächlich, ziehen wir los. Und wo wir gerade gegen Kai Kiske kämpfen, hier steht im Profil, dass der Typ moralisierende Leute nicht mag, also Moralaposteln. Oder anders gesagt, diesen Kirchengänger da, dann wären wir schon mal 2, den Typen kann ich auch nicht leiden. Denn er gehört definitiv zu den härteren Kalibern. Was ich ziemlich geil finde, ist dieser Move hier. Gassi führen, ich kann meine Kette Gassi führen, ja. Und daneben, war so klar. Ja, falls sich irgendjemand wundert, wieso ich mit dem hier ganz gut kämpfe, das liegt daran, dass ich das Ganze schon mal aufgenommen habe, nur leider hatte ich vergessen, mein Mikro wieder einzuschalten. Verdammt. Und ich war mit Axel fertig, das heißt, ich darf das Ganze jetzt nochmal machen. Bis Justice. Ja, hör auf mit deinem Thunder-Spam, man, das gibt's doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was zum... Zack und... Oh nein, nein, nein. Das tut weh, geh weg. Und dann spammt er direkt noch mehr hinterher, ey. Kannst du eigentlich was anderes? Du bist so lame. You're so lame. Hey, aufstehen. Schlafen kannst du später. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich denke mal, hat so das meiste vom Spiel jetzt gesehen. Das einzige Interessante ist jetzt wirklich nur noch die Story. Und deswegen werde ich das Spiel jetzt ein bisschen, ja, speeden, indem ich öfter Save States benutze und überhaupt mir mehr Mühe gebe, auch wenn das nicht unbedingt was bringt. Hust, hust, hust. Hallo Freak, wie geht's? Du hast ja aber eine tolle Sense. Kann ich die mal sehen? Aber nicht von zu nah, von nur ganz weit weg. Von ganz, 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 ganz super weit weg. Boom, burn, baby. Anzünder Angriff. Okay, zack. Nein. Okay, haben wir ihn in der Ecke. Jetzt komm, jetzt sind Feuer. Ha, die Kombos mit dieser... Mit dieser Gamepad. Sind super scheiße. Perfekte. Slide-Kombos gehen hier einfach gar nicht. Dafür ist der Controller definitiv nicht gemacht. Ich wünsche, ich hätte einen PlayStation-Controller. Würde ich das Ganze vielleicht hinbekommen? Jawohl.
Burn. Ich bin zwar nicht Soul Bad Guy, aber ich kann auch ein bisschen mit Feuer spielen. Hier zum Beispiel. Boom, und der ist dizzy. Versuchen wir das doch direkt nochmal. Schade, hat nicht geklappt. Aber egal, ich habe ihn getötet. Und wieder perfekt. Ich wachse heute über mich selbst hinaus. Ah. Und jetzt fange ich mit dem Fehlen an. Wir kennen ja alle unsere liebreizende junge Dame hier, die mit ihren Haaren durch die Gegend wirft und auf einmal hinter dich rollt oder hinter dich springt oder dich in der Luftkombo zerfetzt oder einfach nur Psycho ist. Nix da. Bleib schön weg von mir. Wobei ich nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist, so mit deinen... Ja, Dizzy. Okay. Nah zu ihr und... Wieso... Willst du mich verarschen, wenn ich zu nah stehe? Trifft der Angriff nicht? Komm. Ah, jawohl. Da hatte ich schon gedacht, dass sie mich erwischt hätte. Hey, nicht du schon wieder mit deinen Speerhaaren. Mit dem Kopf in den Boden gerammt. So liebe ich das doch. Ja, wir wissen es langsam. Du bist der Samariter. Tadadam. Let's rock. Nein. Nicht mit mir, Missy. Nicht mit mir. Also langsam mag ich den Kettentyp auch. Das liegt daran, dass ich ziemlich viel mit ihm gespielt habe. Und bei Justice zum Beispiel werde ich mich wieder über ihn aufregen. Keine Panik. Keine Panik. Ihr kommt hier auf eure Fehlkosten. Na? Okay, Missy wäre erledigt. Damit hätte ich das Schlimmste abgesehen von den letzten beiden hinter mir. Tim, Opa-Time. Ja, der Opa ist auch so eine Klasse für sich. Also... ist immer noch der Char, mit dem ich am liebsten gespielt habe. Das hat einfach gerockt. Der Schaden und überhaupt. Ja, du mit deinen Flugeinheiten kannst mir gar nichts. Nein, da hat er mich erwischt. Schade. Aber okay, mit einem Perfect hatte ich auch nicht gerechnet. Zack. Nein. So, er ist dizzy. Werfen wir ihn mal um die Ecke. Boom. Burn. Das war eine geile Kombo. Erstmal aufwärts haken und dann verbrennen. Burn, baby. Okay, Opa Part 2 und ich habe was vergessen. So, weiter geht's. Komm her, Opa. Zack, zack. Nein, nicht One-Hit-Kill. Ich bin zu jung zum Sterben. Und du hast doch dein Leben schon hinter dir, also beiß endlich ins Gras. Zack. 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 Zack, zack, zack. Und... Ich bin der Burner. Okay, ich weiß, Lama-Wort wird's, aber was soll's. Okay, damit hätte ich den Opa auch erledigt. Ja, du bist der Samariter. Glückwunsch. So, wer ist jetzt, ein Problemchen nach dem anderen. Ich hoffe, der wird mir diesmal keine Probleme bereiten. Davon hatte ich letztes Mal schon genug. Vor allem, weil Missy erst gegen Ende gekommen ist. Das hat mich wirklich mal wieder den letzten Nerv gekostet. Kassier. Boom, voll ins Gesicht. Ja, Falkenkick, ne? Auch so mit Feuer und Fliegen und, ach. Ey, das gibt's doch nicht. Triff den doch mal. Irgendwas läuft hier falsch. Was zum... irgendwas läuft hier total falsch. So. Let's rock. Boom, boom. Ja, mach du dich nur lustig über mich, dann kriege ich dich schneller besiegt. Nein, bleib weg. Bleib weg. Du gehörst zu den Leuten, die ich nicht in meiner Nähe haben will. Na. Nein. Ah, ich hab doch geblockt. Du bist zu langsam. Fang jetzt nicht an wie Potemkin.
Ist irgendwie die Musik ausgegangen? Oder bilde ich mir das nur ein? Irgendwie ist wirklich die Musik ausgegangen, kann das sein? Fick dich. Nicht mit mir, Kumpel. So, kassier erstmal.